Die Lernplattform ist auch mobil nutzbar. Das heißt, wenn man sich versucht, mobil einzuloggen, dann kommt ein Benutzerinterface, das grundsätzlich auch auf Smartphones oder Tablets verwendbar ist. Aktuell tatsächlich trotzdem noch in Entwicklung. Das heißt, an einzelnen Stellen werden wir dann gleich sehen, noch nicht so ausgereift und vom Layout noch nicht so optimiert, wie es sein sollte, aber grundsätzlich verwendbar. Wir schauen jetzt einfach einmal in einen Kurs hinein. Wir sehen hier das Dashboard, so wie wir es auch am Desktop hatten. Und wenn wir einen Kurs betrachten, der bereits befüllt ist, dann wird der hier jetzt geladen. Wir sehen hier jetzt wieder das Kurs-Dashboard und hier sehen wir ein Problem der Optimierung, dass hier die Menüleiste nach außen überläuft. Das heißt, wir müssen da eventuell horizontal scrollen und können dann auf den Content-Bereich wechseln. Wichtig ist jetzt zu verstehen, auch das noch ein kleines Usability-Problem des mobilen Interfaces, dass die Navigation grundlegend nach oben wegrutscht. Das heißt, man kann hier die Navigation, dieses, was normalerweise der Sidebar ist, ein- und ausblenden. Ich sehe also hier alle meine Dokumente, sämtliche Ressourcen und die Videos. Und wenn ich jetzt da drinnen was auswähle und jetzt eher nicht intuitive Verhalten, dann bleibt dieses Menü aktuell ausgeklappt. Das heißt, man muss es nochmal explizit einklappen und dann kommen die Inhalte. Das gilt für sämtliche Inhalte, die da drinnen sind. Also ich kann auch ein Video auswählen, das wiederum dann wegklappen und ich komme dann zum Video. Was auch möglich ist, sehen wir jetzt in diesem Kurs nicht, muss ich kurz woanders hinwechseln, was auch möglich ist, ist direkt Übungen über das mobile Gerät abzugeben. Dieser Anwendungsfall kommt immer wieder vor, wenn wir darum bitten, Inhalte während der Lehrveranstaltung auszuarbeiten, vielleicht auf einem Blatt Papier dann ein Foto zu machen und das abzugeben. Das funktioniert direkt über die Lernplattform. Auch hier wieder in den Content-Bereich navigieren, die Abgaben einblenden. Und wenn hier dann eine Abgabe geöffnet ist, dann kann man draufdrücken und aus der Fotomediathek oder direkt ein Foto aufnehmen aus der Fotomediathek, die man am Telefon hat, vielleicht direkt ein Foto auswählen und das dann hinaufladen. Der Upload sollte dann wieder automatisch ablaufen und wir sehen hier, der Upload hat funktioniert. Ich habe jetzt ein Bild als PNG hinaufgeladen und könnte mir das hier auch wieder anschauen. Also auch hier gilt, wie beim Desktop, warten, bis hier das Häkchen kommt, dann ist der Upload erfolgt. Genauso wie der Content-Bereich funktioniert auch der Interaktionsbereich. Auch der ist mobil benutzbar. Auch hier haben wir dieses Menü, das wir ein- und ausklappen müssen. Und auch hier haben wir dann die Möglichkeit, Postings abzusetzen bzw. Fragen auf die bereits existierenden Postings einzugeben. Ich setze das ab und das wird dann auch wieder überall an alle anderen Benutzerinnen und Benutzer, die aktuell eingeloggt sind, live hinpropagieren. Ein Logout ist dann wieder im Menü möglich. Über Abmelden kommen wir wieder auf die Startseite zurück, wo wir uns erneut anmelden könnten.